Dann gehen wir mal aufs Mittelfeld. Mittelfeld hat bei mir persönlich immer so eine Zielrendite von Minimum 4 bis 10%. Vier bis 10% musst du im Mittelfeld irgendwo schaffen und dazu musst du gewisse Kriterien auch erfüllen, um 4 bis 10% hinzukriegen. Das heißt, das sind so Sachen, was du gerade sagst, Nicole, so, das ist so eine Aktie für mich, die solide, das ist so ein offensives Mittelfeld, so ein Dividendentitel. Oder auch vielleicht im Unternehmen zu investieren, große Unternehmen, viel Streuung, vielleicht ein ETF oder ein Investmentfonds, Vermögensverwaltung. Dividendenportfolios sind also die etwas sichereren Varianten. Das sind so Bereiche, wo ich der Meinung bin, dass man mit denen eine Rendite von 4 bis 10% gut erzielt und das mit einer planbaren, überschaubaren Schwankung. Hier rede ich schon, das ist ein Unterschied. Im Sturm habe ich von Verlust gesprochen. Im Mittelfeld spreche ich von Schwankungen. Das ist ein großer Unterschied. Ob das Geld weg ist oder ob es nur zeitweise irgendwo sich in anderen Sphären bewegt. Mit der Hoffnung wieder, nicht Hoffnung, sondern mit dem wirklichen festen Vertrauen wieder oben rauszukommen. Ist für mich ein ganz großer Unterschied. Ist auch wirklich ein Unterschied zwischen Spekulation und zwischen wirklich einem Investment. Spekulation ist für mich, das Geld ist weg, also kann weg sein. Und Investment ist wirklich so, wo ich sage, gut, da investiere ich langfristig, das funktioniert schon. Wir gehen mal jetzt ein paar Stichpunkte aufs Mittelfeld ein. Ja, Mittelfeld sagt aus, dass du für dich selber mal, so mache ich es, deinen Stundenlohn ausrechnen solltest. Ich gebe euch jetzt ganz viele Tipps und Empfehlungen, die ich aus meinen Beratungen immer wieder erlebe. Ich habe Kunden, meistens sehr zu Anfang, Gott sei Dank, danach haben sie es dann sehr schnell umgeändert, die sagen: Matthias, ich möchte gerne 1000 Euro investieren. Und ich muss jetzt aber erstmal 5 Gespräche führen. Ich muss jetzt erstmal 27 YouTube-Videos angucken. Ich muss jetzt erstmal 3 Bücher lesen, um auch die richtigen Investmentfonds zu finden. Der Allen Taschenrechner, da seid ihr im Kopf groß. Mal angenommen, dieser Mensch hat jetzt wirklich eine gute Anlage gefunden und findet nicht nur 10%, sondern kriegt im nächsten Jahr 12% Rendite. Auf seine 1000 Euro, wie viel Euros hat der mehr im nächsten Jahr? Wer kann das rechnen? Auf 1000 Euro 12% nach 12 Monaten. Mathematik? 1112. Du guckst mich so fragend an, das war ganz leicht, genau. Es war nicht schwer, ist alles gut. Genau, 1200, was habe ich gesagt? 1120 habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Genau. 12% heißt, dass du 120 Euro dann mehr hast im Jahr. Und jetzt rechnet bitte mal euren Stundenlohn. Wenn ihr dann sagt, ich habe dafür aber jetzt 5 Stunden gemacht, ich habe dafür Bücher gelesen, ich habe dafür mir alles Mögliche angeschaut und ich habe nachher 120 Euro mehr, kriegst du jetzt von mir einen Tipp? Der ist nicht von mir als Berater oder als wie auch immer, sondern der ist einfach von mir persönlich. Nimm die 1000 Euro, pack sie in einen, weiß nicht, weltweit anliegenden Investmentfonds, lass sie erstmal liegen und entwickel dich weiter, konzentrier dich auf dein Einkommen und auf deine Sparquote. Das ist viel, viel lukrativer als die 120 Euro wahrscheinlich. Selbst wenn du sagst, ich nehme die 5 Stunden und gehe 5 Stunden arbeiten, wirst du wahrscheinlich mehr rausbekommen, als das, was du regelmäßig im Investmentbereich da machst. Also sucht euch wirklich euren eigenen Stundenlohn, Zeiteinsatz und Rendite, also der Ertrag im Hintergrund muss in Relation stehen. Alle verstanden soweit? Ist, glaube ich, relativ logisch, aber ich führe diese Gespräche leider, beziehungsweise mein Team führt diese Gespräche sehr, sehr häufig, wo man sagt, mit so einem 1000-Euro-Schein, da kommen ganz viele Fragen in dem Moment, wo ich immer sage, ihr seid gerade auf der falschen Linie. Also wir könnten euch jetzt alles beibringen, aber ich helfe euch damit nicht. Und ich will wirklich, dass ihr euer Ziel erreicht. Und da sage ich auch ab und zu nein. Es ist der falsche Weg in dem Moment, den du gerade einschlägst. Also nimmst es mir dann nicht übel. Im Mittelfeld, wir kommen wieder auf das Mittelfeld zurück. Plane solide und langfristig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Eine Strategie ist langfristig ausgelegt und eine Strategie bedeutet, dass du nicht ständig hin und her springst. Ich kann euch genau sagen, warum ich mich damals für den Weg von Bodo Schäfer entschieden habe. Es gibt ganz viele Wege, die dir versprechen, wie wirst du reich. Ich kenne keinen, der das über 7 Jahre durchzieht. Ich kenne keinen, vielleicht kennt ihr jemand anders. Ich kenne keinen 7-Jahres-Kurs, wie ihn bei Bodo Schäfer ist, wo man wirklich sagt, ich kriege 7 Jahre Betreuung, wo ich 7 Jahre zur Million geführt werde. Das war für mich damals der Grund, warum ich gesagt habe, dem vertraue ich. Dem laufe ich mal hinterher.
und dann nur noch durchziehen. Ständiger Wechsel in Produkten oder sonst irgendwas macht dich arm, niemals den Berater. Das ist so, sagt euch das immer wieder. Wenn ihr einen Ansprechpartner bei der Bank habt oder sonst irgendwas, das sind unterm Strich Verkäufer. Also sucht euch Menschen, die euch begleiten und nicht die euch kurzfristig beraten. Ich weiß, ich bin ein bisschen ketzerisch, aber ich hoffe, ihr nehmt das sportlich, wenn ich dann auch so rede. Streuen zur Sicherheit ist, glaube ich, ganz klar. Ne? Große Märkte ist immer das Gleiche, was man hat, wie auch bei den Sturm, was wir gesagt haben. Wenn du viel streust, wirst du halt viel Sicherheit generieren. Auch im Mittelfeld natürlich. Also wir haben dort Bereiche, dass ich sage, wenn ich dort, nimm ein MSCI World mit 1600, der größte Unternehmen der Welt, das ist schon mal eine Streuung. Ich persönlich gehe gerne sogar noch ein Stück weiter und streue noch weiter. Und im Mittelfeld ist ein Punkt, den ich immer wieder sehr, 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 sehr gerne nenne, das ist Krisen als Chancen nutzen. Wenn du das in der Strategie verinnerlicht hast, dann hast du eine wundervolle Möglichkeit, die Emotionen in den Griff zu bekommen. Und wenn es wirklich mal runtergeht, dann nutzt du die anderen Spieler, um nachzukaufen. Nutze Krisen als Chancen. Ich glaube, wir haben alle 2008 mitbekommen, die Lehman Brothers Krise, 2000 komisch landende Flugzeuge und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben alle schon mal so wirklich schlechte Zeiten erlebt. Wenn ihr euch die historischen 100 Jahre anschaut, nach jeder dieser Zeiten, die haben manchmal kürzer, manchmal länger gedauert, aber ging es immer wieder nach oben. Nutzt Krisen als Chancen. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr ein vernünftiges, solides Mittelfeld.